Und auch im letzten Abschnitt für die heutige Einheit wollen wir uns damit beschäftigen, wie wir Clustering schneller machen können. Hier wollen wir uns die Ansätze Birch und Betula anschauen. Birch hatte einen Test of Time Award bekommen für die Relevanz bezüglich Clusteranalyse. Birch Clustering aus den 90er Jahren hat eine ganz zentrale, schöne Idee in den Bereich Clustering eingebracht. Und zwar mit seinem Clustering Features und dem daraus resultierenden CF-Baum. Und die Idee, die Daten zusammenzufassen und in eine Baumstruktur zu komprimieren. Der Algorithmus arbeitet in mehreren Phasen. Er ist insgesamt relativ komplex und nicht so leicht verständlich aufgeschrieben. Aber eben einzelne Ideen daraus sind recht prägnant, insbesondere die Cluster-Features und der CF-Baum. In dieser ersten Phase wird dieser Baum aufgebaut. Da wird für jeden Knoten speichert dieser Baum ein sogenanntes Clustering-Feature. Das Clustering-Feature ist ein Triple, N, LS und SS, wobei N für die Number of Points steht, die Anzahl der Punkte, die es repräsentiert. LS die lineare Summe der Punkte und SS für die Summe der Quadrate. Die Summe der Quadrate ist hier wirklich die Summe der Vektorenlängen gemeint. Sie finden das immer wieder auch in der Literatur als einen Vektor, aber in der Originalpublikation ist es ein Skalar. Triple ist dahingehend also auch, aber auch wieder ein bisschen irreführend, weil wir in dem Triple wiederum einen Vektor speichern in der Mitte. Die lineare Summe ist nämlich durchaus ein Vektor. So, die Idee ist jetzt, dass Punkte, die innerhalb eines gewissen Schwellwertes um ein bestehendes Clustering-Feature liegen, zu den bestehenden Knoten hinzugefügt werden. Wird dieser Schwellwert überschritten, fügen wir ein neues Clustering-Feature hinzu und dann wächst eben der Baum. Wenn uns dabei dann irgendwann der Speicher ausgeht, und das in den 90er Jahren war Speicher noch deutlich wertvoller als heute, dann können wir diesen Baum neu bauen mit einem größeren Schwellwert. Dann wird also der Schwellwert automatisch erhöht und wir fügen die Leaf-Features, die Clustering-Features, nicht die Rohdaten, wieder in diesen Baum ein und bauen dadurch einen kompakteren Baum. Es gab in dem Originalalgorithmus noch eine zweite Phase, wo der Baum etwas nachträglich kompaktiert wird. Und dann wird in der Phase 3 auf diesen Clustering-Features ein Clustering-Algorithmus aufgerufen. Beispielsweise wurden dort K-Means, hierarchisches Clustering und Clarence erwähnt. Clarence ist eine Variante von K-Medoids. Ein bisschen randomisierte Variante von PAM in dem Sinne. In der vierten Phase würde dann nochmal der Datensatz neu gescannt und jedes Objekt dem nächstgelegenen Cluster zugeordnet. Und es gibt jetzt noch ein paar weitere Varianten. Also mit Rescan ist hier auch wirklich damals noch gemeint, den Datensatz neu von der Festplatte lesen, was langsam ist. Und es gibt noch verschiedene Erweiterungen davon, die es beispielsweise Data Bubbles für DB-Scan, für dichtebasiertes Clustering verwenden. Es gibt eine Two-Step-Clustering-Variante, die das Ganze auf kategorielle Daten erweitert und diverse Varianten, die es auf Datenströme erweitern. Diese Clustering-Features sind hier die zentrale Idee. Das finden Sie eben auch in diesen Erweiterungen sehr, sehr oft wieder. Das Clustering-Feature ist also dieses besagte Triple und das kann ich mir als Summen vorstellen. Das erste, die Anzahl n, ist die Summe über 1. 1 für jedes Objekt. Die lineare Summe ist die Summe über die Koordinatenvektoren und die quadratische Summe SS ist die Summe der quadratischen Normen der Vektoren. Hier nochmal der Hinweis, LS ist ein Vektor, SS nicht. Ich habe jetzt hier darauf verzichtet, immer noch einen Pfeil drüber zu machen. Dann müsste ich konsequenterweise auch über alle Müs und alle Xs überall Pfeile machen. Das erhöht die Lesbarkeit nicht wirklich. Das müssen Sie sich einfach merken, dass das eine ein Vektor ist, das andere nicht. Wenn Sie es implementieren, merken Sie das sehr schnell und Sie können
statt den Sum of Squares im Prinzip auch einen Vektor verwenden. Das wird in einiger Literatur dann auch so gemacht. Für diese Clustering-Features wurde ein sogenanntes Additivity Theory in der Publikation gezeigt. Das sagt im Wesentlichen aus, dass ich das Clustering-Feature für eine Menge AB berechnen kann als die Summe meiner beiden Clustering-Features, indem ich einfach komponentenweise meine Anzahlen addiere, meine Linearsummen addiere und meine Summen der Normen addiere. Und wenn man sieht, wie ich das hier oben definiert habe, dann ist es ganz naheliegend, dass das natürlich additiv ist. Ich kann jetzt für dieses Clustering-Feature sehr leicht einen Zentroid bekommen, indem ich meinen Vektor ls durch n dividiere. Dann habe ich die Mitte des Clustering-Features und ich kann damit das nächstgelegene Clustering-Feature mit einer euklidischen Distanz zum Beispiel suchen. Und ich kann mit diesem Vektor μ dann auch zum Beispiel K-Means-Clustering später durchführen. Ein neuer Punkt wird jetzt in ein Clustering-Feature hinzugefügt, wenn eben ein gewisses Kriterium nicht erfüllt ist. Da wurden zwei vorgeschlagen, der Radius und der Durchmesser. Dem sagen wir also aus, wann ein neuer Punkt in ein bestehendes Clustering-Feature addiert wird und wann er ein neues Clustering-Feature ergibt. Man sieht auch bei dem Clustering-Feature oben sehr leicht, wie ich das initialisiere. Wenn ich nur ein x habe, dann lasse ich oben einfach die Summen sozusagen weg. So, der Radius und der Durchmesser, ich habe die hier absichtlich in Anführungszeichen gesetzt, weil es ist nicht der, sag ich mal, naheliegende Ansatz, wie man das definieren würde, sondern es handelt sich beide Male über eine Art probabilistischen Radius und probabilistischen Durchmesser, nämlich den durchschnittlichen. Der Radius ist vom Konzept her die durchschnittliche Distanz vom Mittelpunkt. Und dann bekomme ich eben hier eine Definition. Radius ist die Wurzel aus 1 durch n Summe über alle x, x minus μ zum Quadrat. Nur um das zu berechnen, bräuchte ich alle meine x. Sonst kann ich das in der Form nicht berechnen. Aber ich kann zeigen, dass es ein Äquivalent ist zu der Wurzel aus 1 durch n mal meine Sum of Squares minus 1 durch n Quadrat mal meiner Norm der Linearsumme zum Quadrat. Dieses n Quadrat kommt daher, weil ich eben meine Linearsumme auch quadriert habe. Und ist es Linearsumme durch n, das ist mein μ. Das ist also mein μ-Quadrat, das ich hier eigentlich stehen habe. Und ähnlich ist durchaus dann auch der Durchmesser definiert. Der Durchmesser ist eigentlich die durchschnittliche paarweise Distanz von zwei unterschiedlichen Punkten x, y. Die Unterschiedlichkeit wird hier über diesen n mal n minus 1 Term hinten reingenommen. Die Summanden, wo sie gleich sind, sind 0, die stören nicht. Und auch bei dieser Summe, und das ist auch nicht intuitiv, sage ich mal, aber mathematisch eben herleitbar, das kann ich auch aus meiner Linearsumme und meiner Quadratsumme berechnen. Und auch das ist nicht schwierig, das ist eigentlich praktisch genau das gleiche wie in der Zeile oberhalb. Ich habe hier die Wurzel aus n mal Sum of Squares minus meine Linearsumme zum Quadrat. Und Sie sehen, dass wenn man hier 1 durch n Quadrat von diesem Term nimmt, haben wir eigentlich das von oben stehen. Nur dass wir nicht 1 durch n Quadrat, sondern 1 durch n über 2 an dieser Stelle verwenden. Der Unterschied zwischen dem Radius und dem Durchmesser ist also auch wirklich gering und hängt von der Anzahl der Punkte etwas ab. Das Problem ist jetzt hier, und das wurde lange Zeit einfach bei der Methode weitgehend ignoriert, ist, dass diese Formeln, die wir hier auf der rechten Seite haben, die hier verwendet werden, dass diese numerisch nicht stabil sind. Deswegen habe ich jetzt diese hier mit einem kleinen Ausrufezeichen versehen, mit einem Warnschild. Hier haben wir numerische Probleme. Ein ähnliches Problem, wie wir bei der naiven Berechnung von der Varianz haben, denn beide Formeln hier sind eine Form der Varianz.
Diese durchschnittliche Distanz zum Mittelwert ist eine Standardabweichung. Und bei der Varianz gibt es eben einen Effekt, der sich katastrophale Auslöschung nennt, dass die Berechnung dieser beiden Differenzen numerisch eine sehr schlechte Präzision hat. So, Birch verwendet außerdem noch spezielle Distanzen. Diese Distanzen dienen dazu, Objekte dem nächstgelegenen Blatt zuzuordnen. Dort wurden in der Publikation fünf Distanzen vorgeschlagen, wobei wohl die unteren beiden, die eigentlich relativ attraktiv durchaus wären, für den Autor selbst schon nicht so gut funktioniert haben. Vielleicht eben auch wieder wegen solch numerischen Gründen. Das naheliegendste ist natürlich die euklidische Distanz. Ich kann, wenn ich die Distanz zwischen dem Cluster A und dem Cluster B finden möchte, hier die Differenz meiner Mittelpunkte betrachten. Ganz analog kann ich auch die Manhattan-Distanz auf meine Mittelpunkte berechnen. Das sind also sehr einfache Ansätze. Dann wurde eine Intercluster-Distanz definiert. Hier betrachte ich die Distanz von einem X und Y in unterschiedlichen Clustern. Also alle X aus A, alle Y aus B. Und nehme von diesen quadratischen Distanzen den Mittelwert und daraus die Wurzel. Diese Reihenfolge ist durchaus sinnvoll und macht eben diese Gleichung erst möglich. Es ist nicht das arithmetische Mittel der euklidischen Distanzen, sondern es ist ein Root Mean Squared Error. So, das kann ich wiederum auseinanderziehen, diese Formel. Das ist ganz analog zur Varianzformel, bloß dass ich jetzt zwei Terme im Wesentlichen bekomme und kann es wiederum mit Hilfe von meinen Sum of Squares und meinen Linear Sum Cluster Features berechnen. Dann bekomme ich die Wurzel aus 1 durch NA mal NB, das ist die Anzahl der Kombinationen, die ich habe. Dann habe ich NB mal SSA, NA mal SSB, wie oft diese entsprechenden quadratischen Terme auftauchen. Minus 2, das ist letztlich die binomische Formel, die da drin steckt. Und hier habe ich LSA transponiert, LSB, das ist das komponentenweise Produkt. Vektorschreibweise ist halt jetzt hier mit transponiert gelöst. Das zweite, auch wiederum ganz ähnlich, ist die Intra-Cluster-Distanz. Hier betrachte ich die paarweisen Distanzen nicht mehr zwischen den beiden Clustern, sondern innerhalb des resultierenden Clusters, wenn ich A und B zusammenfassen würde. Und auch hier kann ich eine entsprechende Formel konstruieren. Die kann man auch, die ist ein bisschen trickreich, immer man muss ein bisschen jonglieren beim Herleiten, ein bisschen vorsichtig sein, aber auch die Herleitung ist ganz gut machbar. Und wie gesagt, das sind alles Varianten von der Varianz. Dementsprechend gibt es hier auch noch die Variance Increase Distance. Hier steckt im Prinzip drinnen Varianz nachher minus Varianz vorher. Und da die Varianz vorher zwei Cluster sind, habe ich hier zwei Terme. Was Sie also hier unter der Wurzel sehen, unter der ersten Wurzel von D4, ist genau das. Varianz vorher in AB. Varianz nachher in AB minus Varianz vorher in A minus Varianz vorher in B. Und wenn ich analog zu den Sachen oben diese Terme alle einsetze, doppelte Terme dabei herauskürze, bekomme ich hier die untere Formel. Auch hier gilt leider, für D2 bis D4 haben wir eine numerisch instabile Subtraktion drinnen. Wir ziehen von einem großen Wert einen ähnlich großen anderen Wert ab, sodass ich sehr viele Stellen meiner Fließkomma-Genauigkeit aufheben und ich nur noch eine wenig präzise Stellen sozusagen übrig behalte. Und auch diese Formel können wir alle verbessern. Jetzt zunächst aber noch einmal zum CF-Baum selbst. Der CF-Baum ist so ein typischer räumlicher Suchbaum. Ich habe also oben einen Wurzelknoten. Dieser hat für jedes Kind ein Clustering-Feature und jedes meiner Kinder enthält wieder eine Menge von Clustering-Features. Ich kann jetzt von oben nach unten durch diesen Baum suchen. Wenn ich jetzt einen neuen Punkt zum Beispiel einfügen möchte, dann wähle ich in der obersten Ebene das nächstgelegene Clustering-Feature aus,
folge dem Pfeil, bis ich in einer Blattebene gekommen bin. Wenn ich jetzt dort das Clustering-Feature einen neuen Punkt einfügen möchte, dann schaue ich dieses nächstgelegene Clustering-Feature an. Und wenn es nahe genug ist, jetzt auf nach dem R- oder nach dem D-Kriterium sich nicht zu sehr vergrößern würde, dann füge ich meinen Punkt dort mit hinein. Ich addiere meine Werte mit hinein. Wenn es das Clustering-Feature zu sehr vergrößern würde, dann füge ich ein neues hinzu. Wenn ich hier eine maximale Größe in einem Knoten erreiche, dann teile ich ihn. Dann ersetze ich im Vaterknoten das Clustering-Feature durch zwei neue. Dann kann der auch wieder überlaufen und so kann sich das bis nach oben fortsetzen und der Baum kann eben wachsen. Wenn der Baum mir zu groß wird und ich jetzt Speicherlimit erreiche, dann erhöhe ich meinen Schwellwert, dann erlaube ich also mehr Absorption von Knoten und baue einen neuen Baum basierend auf den Cluster-Features der untersten Ebene in meinen Blättern. Ich speichere hier nicht die Originaldaten. Das ist ein bisschen anders als in den meisten Suchbäumen. In den meisten räumlichen Suchbäumen speichere ich ja wirklich meinen kompletten Datensatz. Hier höre ich im Prinzip bei den Clustering-Features auf mit dem Speichern. Diese dienen als kleinste Stufe der Aggregation, eben genau, um hier das Speicherlimit einhalten zu können. Ich will mit weniger Speicher auskommen, als ich für den gesamten Datensatz benötigen würde. Dafür muss ich eine gewisse Aggregation vornehmen. Und wenn mir der Speicher ausgeht, erhöhe ich die Aggregationsstufe. Das ist also dieser TF-Baum. Und in den späteren Clustering-Schritten arbeitet man eigentlich nur noch mit den Blatteinträgen, den Clustering-Features auf der untersten Ebene. Man kann jetzt diese Clustering-Features aber relativ leicht so umbauen, dass zum einen sogar manche Berechnungen leichter werden und zum anderen die numerische Stabilität kein Problem mehr ist. Das ist eine Publikation von letztem Jahr, wie Sie sehen können, 2020. Wir machen auch hier wieder ein Triple. Allerdings speichern wir jetzt n wie bisher. Statt der linearen Summe speichern wir direkt den Mittelwert und statt der quadratischen Norm speichern wir direkt die Abweichung von dem Mittelwert. Das führt dazu, dass die Werte, die wir speichern, eigentlich etwas praktischer sind. Wir haben den Mittelwert zum Beispiel direkt griffbereit. Wenn wir also das passendste Blatt suchen, müssen wir den Mittelwert nicht berechnen, sondern wir haben ihn bereits. Und auch diese quadratische Abweichung, die wir hier speichern, unter S, das ist im Prinzip die Varianz von dem entsprechenden Cluster-Feature. Auch das ist etwas praktischer für viele der folgenden Rechnungen. Was ein bisschen aufwendiger wird, ist dieses Update. Wir haben nicht mehr diese ganz einfache Additivität, wo wir sagen, in jeder Komponente machen wir eine Addition, sondern wir müssen hier eine speziell gewichtete Addition vornehmen. Die Formeln habe ich hier angegeben, die stammen hier aus der Publikation von 2018. Das sind Formeln, die gut bekannt sind eigentlich für ja, numerisch stabile Algorithmen zum Berechnen des Mittelwertes beispielsweise. Diese Methode, die Sie da drin finden, stammt zum Teil aus den 60er Jahren für die Mittelwerte von Velford, von Knuth, einem der mit dem bekanntesten Programmierer, der Art of Computer Programming, ist eine sehr bekannte Buchreihe von ihm. Und das unterste ist auch noch eine eigentlich auf die 70er Jahre, glaube ich, zurückführbar. Erst wenn wir das für die Kovarianz betrachten und für ja, eine gewichtete Version, dann ist das etwas genauer in unserer 2018er Publikation ausgearbeitet. Hier ist eben ganz interessant zu sehen, dass diese beiden Terme so ein bisschen davon abhängen, wie sich unsere Mittelpunkte verschieben. Wir haben ja also μ a minus μ b drinnen und das ist kein Tippfehler, möchte ich dazu betonen. Wir verwenden bei S auf einmal μ a und einmal μ a b. Das ist einmal der Mittelwert vorher, einmal der Mittelwert nachher. Das kann man auch noch anders formulieren, aber das ist die am schnellsten zu berechnende Version dieser Gleichung. Es gibt eine Version, die leichter zu nachvollziehen ist. Diese Version der Gleichung
ist diejenige, die am besten, am schnellsten zu berechnen ist. Wir sehen auch, wir haben hier in dem ganzen Konstrukt drinnen nur eine einzige Division drinnen. Der Rest hier sind alles diese Multiplikationen. Auch das ist ganz schön. Der Effekt jetzt ist aber, dass wir nicht mehr irgendwie hier quadrierte Terme voneinander abziehen müssen. Wir sehen bei den Kombinationen, alles, was wir voneinander abziehen, sind Werte, die in dem linearen Werteraum liegen, nicht in diesem quadrierten Wertebereich, wo die Numerik viel mehr Probleme macht. Deswegen ist das Ganze numerisch eben auch stabiler. Hier ist jetzt zunächst mal in der Schreibweise S immer noch ein Skalar, aber es kann, und auch das wird in der Publikation diskutiert, sinnvoll sein, stattdessen einen Vektor zu machen, wo wir das analog zu μ für jede Komponente getrennt machen, oder eben sogar eine Kovarianzmatrix, wo wir ja im Prinzip für jede Kombination von Features unsere Summe der, ja, muss man sagen, Co-Abweichungen addieren. Also x minus x1 minus μ 1 mal x2 minus μ 2, wenn 1 und 2 meine Dimensionen sind. Denn wir wollen ja damit Algorithmen schneller machen, beispielsweise EM-Clustering, das wir in der vorigen Einheit angeschaut haben. Jetzt können wir die entsprechenden Distanzberechnungen einfach anpassen. Wir müssen die neu herleiten in gewissem Sinne, aber wenn man ein bisschen vertraut ist mit den anderen Herleitungen der numerisch stabilen Varianz, dann sind die recht kanonisch, weil alles varianzbasiert ist. D0, D1 sind trivial, die verwenden einfach das μ. Da brauchen wir gar nichts ändern, die nutzen die Varianz nicht aus. Interessant sind also Intercluster-Distanz, Intercluster-Distanz, Intracluster-Distanz, was dem Diameter auch entspricht, Variance Increased Distance und unser Radius. Den Radius können wir auch über 2 letztlich definieren. So, die Formeln, die hier rauskommen, ähneln etwas den Sachen, die wir auch auf der vorigen Seite hatten. Sie müssen hauptsächlich jetzt sehen, dass sie nicht irgendwie rechenaufwendiger sind, als das bei Birch der Fall war. Genaue Herleitung habe ich hier von den Folien weggelassen. Man sieht jetzt, dass bei dieser Intercluster-Distanz die Abweichung der Mittelpunkte eine große Rolle spielt, wie eben bei der euklidischen Distanz, aber dass hier in dem Sinne die euklidische Distanz um die Varianzen, oder die Standardabweichungen, ist ein bisschen so die Wurzel aus der Summe mit den Varianzen, so muss man sagen, vergrößert wird. Das heißt, es kommt zu der im Abstand der Mittelpunkte auch noch die Ausdehnung meiner Cluster hinzu. Und auch das könnte man eben dann noch komponentenweise ein bisschen präzisieren. Der Diameter ist da relativ ähnlich. Auch hier ist wieder ein bisschen auf die Berechnungsweise sozusagen der Wert gelegt, aber sie unterscheiden sich um einen von n abhängigen Term mehr nicht. Variance Increased Distance sieht man jetzt ganz spannend, basiert ausschließlich auf den Mittelwerten. Die Mittelwerte sind aber jetzt gewichtet mit den Clustergrößen, sodass bei unbalancierten Clustergrößen das Ergebnis ein bisschen anders ausschaut als bei balancierten Clustergrößen. Und dieser Term ähnelt ein bisschen den Lenz-Williams-Gleichungen für Ward-Linkage. Und als letztes haben wir noch den Radius. Der Radius ist im Prinzip die Varianz meines resultierenden Cluster-Features, wenn ich bei A und B zusammengefasst habe. Und die Formel hier ist eigentlich genau das, was Sie auf der vorigen Formelseite als Update für meinen Wert SAB gesehen haben. SAB ist ja das n mal die Varianz und dementsprechend hängen die beiden hier zusammen.
So, wie können wir jetzt damit Clustering schneller machen? Das Gängige, was Sie sehr viel finden, ist, dass man von dem CF-Baum die Blatt-Cluster-Features, die Cluster-Features in der untersten Ebene des Baumes, also eine Approximation an die Daten verwendet für Clustering. Und eine Möglichkeit ist dabei, dass ich halt einfach nur den Mittelwert nutze. Das ist das, was Sie zum Beispiel in SQLern umgesetzt finden. Aber ich kann auch noch eben das Gewicht mit hinzunehmen, dass also ein Cluster-Feature, das 10 Punkte enthält, auch 10-mal so viel Gewicht bekommt, wie ein Cluster-Feature, das nur einen Punkt repräsentiert. Das wird die Ergebnisse natürlich verbessern und es ist ein bisschen schade, dass das sehr viel nicht verwendet wird. Die spannende Frage ist noch, welche Distanzfunktion sollten wir in Birch für K-Means lösen, verwenden? Die gleiche Frage kann ich mich auch für hierarchisches Clustering stellen. Wir können also auch hier unser hierarchisches Clustering auf den Blättern beginnen. Und wir können jetzt da eine Distanzmatrix berechnen. Eine Möglichkeit, das was Sie eben in vielen Tools wie SQLearn haben, ist die euklidische Distanz der Mittelpunkte zu verwenden. Aber was ist denn die passendste Distanzfunktion von meinen Birch-Distanzen, um mit einer Matrix für hierarchisches Clustering zu erzeugen? Und wie kriege ich da die Gewichte mit hinein? Da können Sie sich kurz etwas überlegen. Wie würden Sie Ihre Wahl von Distanzfunktionen machen und warum? Und wenn Sie das sich überlegt haben, dann drücken Sie einfach mal Pfeil weiter und ich sage Ihnen am Ende noch meine Begründung dazu. So, bei K-Means wollen wir diese Intra-Cluster-Distanz verwenden, und zwar weil die eben unserer Varianz-Zielfunktion entspricht. K-Means minimiert die Varianzen, deswegen möchten wir einen CF-Baum, der auch innerhalb der Blätter die Varianzen minimiert. Wir wollen die Approximation möglichst gut machen bezüglich der Gleichzielfunktion wie das, was wir beim Clustering verwenden. Beim hierarchischen Clustering ist die Antwort etwas komplizierter, etwas länger. Es hängt nämlich davon ab, was wir für eine Linkage machen. Machen wir so etwas wie Euclidean Linkage oder Manhattan Distanzen, dann wollen wir natürlich diese mit Single Linkage auch einfach direkt verwenden. Dann, das ist im Prinzip sehr im Wesentlichen der Standardansatz. Ja, bei Single Linkage brauchen wir uns auch um die Gewichte von Clustering keine Gedanken machen. Spannender wird es jetzt, wenn wir andere Linkage-Strategien verwenden. Und jetzt müssen wir in dem Sinne die Frage eigentlich fast umdrehen, welche von meinen Birch- bzw. Betula-Distanzen passt denn zu welcher Art von Linkage? Und dann sieht man, dass die Intercluster-Distanz, wo ich ja die Distanz von allen Objekten aus A zu allen Objekten aus B etwas an eine Group Average Linkage erinnert. Und dass diese Kombination wahrscheinlich am meisten Sinn macht, wobei ich natürlich hier nur meine quadratischen euklidischen Distanzen damit machen kann. Intracluster-Distanz ähnelt einer eher ungewöhnlichen Minimum Variance Linkage. Die gibt es auch, ist natürlich eng verwandt mit Ward, aber es ist halt nicht genau gleich Ward, sondern es entspricht einer Änderung meiner Varianz und dementsprechend der Variance Increase Distance. Da gibt es also ein paar Bezüge, die, wenn man sich intensiver mit den Formeln beschäftigt, die dahinter stehen und wie sie hergeleitet werden, die einem dann so ein bisschen sichtbarer werden. Und wo wir auch noch irgendwie eigentlich mal eine Publikation dazu machen sollten, wie diese Sachen wirklich zusammenhängen. Ich kann aber auch noch mit Betula zumindest dann etwas besser Gaussian Mixture Modeling beschleunigen. Und da das eine relativ aufwendige Algorithmus ist, ist da natürlich die Beschleunigung auch noch sehr interessant. Hier nutzen wir auch wieder n als ein Gewicht für jeden Punkt. Wir verwenden also dort, wo wir vorher die Anzahl der Punkte hatten, jetzt im Prinzip die Summe der Gewichte.
weil ein Clustering-Feature eben mehr als einen Punkt repräsentieren kann. Wenn wir den Mittelwert in Gaussian Mixture Modeling schätzen, dann haben wir natürlich das Gewicht, den Mittelpunkt unseres Clustering-Features. Wir müssen dabei immer zwei Gewichte jetzt mit reinrechnen. Das eine ist unser N und das zweite Gewicht ist die Responsibility, die aus dem Gaussian Mixture Modeling kommt. Das ist also eine Art doppelt gewichtetes Mittel, das wir benötigen, aber es wird nicht komplizierter dadurch. Spannend ist jetzt noch, wie wir unsere Cluster-Features von Betula genau wählen. Wir haben zum einen die Möglichkeit, hier mit Skalaren zu arbeiten. Das funktioniert in Kombination mit einem sphärischen Gaussian Mixture Modeling Modell recht gut. Ich habe dort ja genau Alpha mal eine Einheitsmatrix. Dieses Alpha entspricht einer Varianz und dementsprechend reicht mir eine skalare Varianz, um genau das zu liefern. Ich muss 1 durch n mal s als Term hier mit addieren, weil mein s ist ja nicht die Varianz, sondern die Summe der quadratischen Abweichungen. Und Varianzwert ist mittlere. Wenn ich statt diesem s einen Vektor speichere, dann kann ich das komponentenweise machen und dann bekomme ich so ein Modell mit einer diagonalen Matrix Sigma im Gaussian Mixture Model. Das ist noch sehr schön, weil diese Matrix natürlich die diagonale Matrix trivial zu invertieren ist. Und wenn komplexer, kann ich eben in meinem Cluster-Feature auch eine komplette Kovarianzmatrix bauen, beziehungsweise eben n mal die Kovarianzmatrix hat numerische Gründe, warum das besser ist, oder rechnungstechnische Gründe, es schneller, das so zu machen. Und dann kann ich damit auch das Gaussian Mixture Model mit einer kompletten Kovariance-Matrix machen. Der zweite Punkt, wo ich mir etwas Gedanken muss, wenn ich das umsetzen will, ist die Berechnung der Responsibilities. Also welcher Cluster ist für welches Clustering-Feature wie stark zuständig. Und da kann ich entweder nur den Zentroid verwenden, nur im Prinzip das Clustering-Feature bei der Berechnung als einen Punkt handhaben. Oder ich kann sagen, mein Clustering-Feature entspricht einer Normalverteilung mit der vorgegebenen Kovarianz- oder Varianz-Matrix. Und ich kann den Schnitt dieser beiden Verteilungen betrachten, das Produkt. Und damit die Überlappung. Wie stark überlappt sich meine Gauss-Verteilung von dem Cluster-Feature mit der Gauss-Verteilung von meinem Cluster. Und das kann ich so machen, es ist aber ein bisschen rechenaufwendiger und bringt qualitativ nicht allzu viel. Denn meine Cluster-Features sind halt dann am Ende doch keine echten Gauss-Verteilungen. Sie sind potenziell relativ klein, sie haben vielleicht nur wenige Punkte, sodass mir das numerisch eher Probleme macht, als dass es mir die Qualität von dem Clustering am Ende verbessert. Und rechenaufwendiger wird es, weil ich nicht mehr für jeden Cluster, jede Iteration einmal invertiere, sondern ich muss für jede Kombination aus Cluster-Feature und Cluster einmal die Matrix quasi invertieren mit einer Cholesky-Dekomposition, die ich danach löse. Dadurch bekomme ich eben hier dann eine Laufzeit, die auch kubisch in der Dimensionalität ist. Aber Gaussian Mixture Modeling ist das im Allgemeinen eh, sodass es nur für niedrigdimensionale Daten gut geeignet ist.